Heute haben wir VIP da. Enrico, die volle Ratte, ist nicht da. Wir testen heute mit dem Osterhasen zusammen, testen wir heute Hasenbräu Kellerbier. Und ich habe mich diesmal rasiert, ja. Genau, letztes Mal war er unrasiert, der ganze Hase. Ja. Aber wir sind ja hier nicht zum Schnacken, sondern zum Trinken. So, ich habe euch mal was mitgebracht. Der Osterhase hat keine Zeit. Ja. Der muss er ja bestellen. So. Der Osterhase schreibt natürlich. Sei uns klar. Was machen wir denn heute? Heute machen wir erstmal Kellerbier von hasenbräu.de oder so. Auf jeden Fall hier unter dem Video verlinkt. Alle da. Ich bestellt hat der Hase bestellt, bei mybier.de, ganz klar. Hier ist was los. Der Stift schreibt wohl nicht. Nee. Mann, der Hase, hast du auch nur die Haare gefärbt oder was? Hm. Hast du dunkle Haare gehabt? Nein, ich hab Enrico erzählt. Ich hab eine Wette verloren. Ach so. Ja. Was du alle treibst, sag mal. Ich so schlafen oder? Nee. Nix, ich schon. Ich sag, Blech. Kellerbier war bei uns noch nie so der Renner. Datum ist übrigens Ostern. Hast du das nicht gewusst? Das ist seine Arbeitszeit. Auspacken oder wegpacken? Na? Ich erkenne den Hasen wieder, ähnlich mit dem steifen Schwanz hier. Ähnlich wie das Bier, was wir da vorher getestet haben. Mhm. Das helle Hase oder was? Jetzt ist es der graue Hase. Das ist, das ist der Originalhase. Genau dasselbe Symbol. Ja, ist schick. Es ist schick. Also, ich muss es ja wissen. Ja. Ja, aber mehr als 2 Punkte will ich dafür jetzt nicht vergeben. Ja gut, damit. Aber auch nur, wenn ich auf die Form der Flasche auch stehe. Oder diese gestauchte, finde ich gut. Damit bin ich einverstanden. Ja. Ich mach schon Hase, ist ja gut. Das ist ja nett. Oh. Nicht, dass du jetzt nicht mehr... Also... Trinkst du aus der Pulle, oder? Wenn ich da mal nicht zufällig an dem Grundstück vorbei hoppe. Kannst du ruhig machen. Oder zufällig stolper. Ich brauche nichts. Ich bin ja reich hier durch den YouTube-Kanal. Ach so. Ja. Mit unserer 1 Milliarde Abonnenten. Also abonnieren weiter. Okay, Kellerbier gieße ich mir nicht ganz so viel ein, glaube ich. So schlecht sieht es nicht aus. Bisschen sprudelt es auch. Schaum ist nicht so pralle. Tja. 2 oder 3. Wollen wir mal nicht so freundlich sein. 2 Punkte. Ja, damit gehe ich mit. Als nächstes Gaum lieber oder das andere? Riech mal ja nicht durch hier, durch den Zinken. Ja, dafür, da musst du mal die Nase schnauben, Junge. Ohren putzen, Nase schnauben. Das gerade. Ganz schön zügig, wa? Hast du das Eile, ja? Naja, ich muss ja wieder los. Ich muss Eier verteilen. Manche Leute haben ja Kinder. Oh. Das ist ja was ihr braut. Ist doch gut, Freundchen. Oh ja. Also von mir hoch her finde ich es gut, ja. Na, ich rieche es nicht, aber. Echt, ja? Da hat der Hase wohl einen ganz anderen Geschmack hier. Vielleicht auch ein falscher Hase. Also mir schmeckt es nicht. 6 Punkte. Oh, das ist heftig. Ich sag ja, Kellerbier ist nicht meins. Tut mir leid. Tja. Ja, der Hase hat eine verstopfte Nase. Und deshalb schmeckt dir das nicht. Das ist ja unfassbar. Also, was sagst du?
6, so wie es, ich bleib dabei. Ich würde nicht mehr geben, aber ich denke mal, das ist für dein Gebräu, also wirst du wohl 7 geben. Ja, ich bin ja handicapped, ich sag 7 und dann. Das 319-Boot wird der aber hinhauen, wa? Ja. Kommt der aus Bayern? Also. Oder? Augsburg. Augsburgien. Hopfen, Hefe, erstmals Wasser, na siehst du. Das war schon mal leckeret. Ja. Ist der Uwe auch dabei? Was schönst du denn so? Deutsche Dreinheitsgebot. Naja, logisch. Uwe, na, wir gucken. Riechen kann ich gar nicht. Gucken, gucken und schmecken. Ist der Uwe da? Der Uwe ist nicht da. Mhm. Ist der Uwe auch dabei? Übrigens, hier erwähnen wir mal den Uwe hier. Genau, unten wird es eklig. Haben wir geschenkt bekommen von der Antonia. Genau, Grüße gehen raus. Genau. Auch der Osterhase kommt zu dir, Antonia. Ja. Genau. Auch wenn es so weit nach oben ist. Ich habe trainiert, so hoch kann ich springen. Das schaffst du bis in den dritten Stock. Na ja, und noch höher. Manchmal komme ich sogar durch den Kamin. Nicht schlecht. Wie der Weihnachtsmann. Da hilft dir bestimmt die Zahnfee hoch. Nee. Der Weihnachtsmann. Ja, der hat mir das letzte Mal gezeigt. Du, der Weihnachtsmann, der war bei uns, der hat richtig vom Leder gelassen. Der hat gesagt, du bist eine Vollusion. Ey, das kann nicht sein. Da musst du dich nochmal aussprechen mit ihm. Gerade er? Ja, gerade der fette Hund. Ah, ja, du. Ich würde sagen, ihr sprecht euch da mal aus und dann, naja. Ja, ich glaube schon, dass wir da echt. Da haben wir mal was zu bereden. So, Uwe oder was? Ich würde sagen. Mal sehen, was der Nikolaus dazu sagt. Ja? Uwe ist dabei. Ja? Gut. Ja. Oh, also, das gibt keine Eier, dieses Jahr. Wieso? Nee, also, das geht nicht. So, was haben wir denn? Hat der in der Osterhase, habe ich denn hier richtig, ja, ich habe hier richtig und... Da steht 15 von 30. 50%? Bronze. 50% ist bestanden, das war jetzt klar. Also, Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Nein, natürlich nicht, das ist ja Osterbier. Genau das... Osterhasenbier. Hasen-Osterbier. Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Und für Hasen mit Geschmack. Ja, was trinken wir denn als nächstes jetzt, Osterhase? Am besten eine Kombination aus beiden. Nein, natürlich nicht. Wir trinken das Brauerei Eichhorn, wer kostet, der prostet. Na dann, dann macht das Märzen, Eik. Mit Karl, dem Eichhörnchen. Karl, der Dicke? Von Schnürchen? Karl, der Kahle. Gut. Karl, der Kahle. Gut, also als nächstes gibt es Eichhorn, wenig österliche, der kostet, der postet. Genau, der Osterhase wünscht euch einen schönen Osterhasen und genau. Er kann natürlich nicht alles machen. Und wenn euch der Osterhase nicht gefallen hat, dann sagt mir Bescheid, ich suche mir die Nummer raus und dann kümmert sich der Osterhase drum. Dann kümmere ich mich drum. Das ist ganz klar. Ich kümmere mich drum. Seid euch gewiss, dass ich mich drum kümmere. Genau. Ob Angestellter Nummer 1 oder 1344, das krieg ich schon raus. Ja. Ist nicht so wie bei Amazon, aber Tracking haben wir. Wir sehen uns nach Ostern wieder. Abonnieren, kommentieren. Liken, teilen. Und rasieren halt. Wa? Ja.